Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Impuls. Habe ich jetzt schon länger keins mehr gemacht. Und ich will so ein bisschen über aktuelle Erfahrungen und Erkenntnisse sprechen, ein paar philosophische Gedanken über natürlich wieder die Zeiten, in denen wir uns befinden und über unseren Seelenplan, die Seelenaufgabe, vielleicht sogar Entwicklungslernaufgabe der Menschheit, wie man es auch nennen mag, sind alles nur so ein paar Vermutungen, denn bewiesen ist davon nichts. Aber ich finde es gut, diese seltsamen Zeiten, in denen wir uns befinden, auch mal positiv zu beleuchten und zu schauen, was können wir denn daraus lernen? Was könnten diese Zeiten Gutes für uns bereithalten? Ja? Diese Zeiten brauche ich nicht weiter zu benennen, worin wir uns gerade befinden. Und man erlebt es ja alle Orten, diese Abstände, diese Masken, diese Dinge, die jetzt alle in unser Leben traten und schon eine ganze Weile in unserem Leben sind. Im Moment ist es wieder ein bisschen lockerer, aber wer weiß, wenn das Video läuft, ist vielleicht schon wieder etwas verschärfter. Nun kann man das natürlich kritisch sehen. Man kann kritisieren, was da gemacht wird mit uns Menschen. Man kann aber auch sagen, das ist mit Fug und Recht eine gute Absicht, um uns zu schützen vor einer möglichen Krankheit. Darüber will ich gar nicht sprechen, sondern darüber, was könnte das für uns Interessantes bereithalten als Erfahrung. Nun, ich muss sagen, mir selber ging es auch nicht besonders toll. Vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, mitten im Lockdown, weil ich selber lebe allein im Moment und war dann richtig allein. Ne? Also kein Kino mehr, keine Restaurants, keine Freunde mehr besuchen, kein Miteinander, keine Feste und all diese Dinge. Und ich kam dann wirklich in sehr alte Traumata, in alte Muster, in schwierige seelische Verhältnisse hinein. Ich sag mal so ganz lustig, meine Seele hat sich gesagt, boah, die Corona-Zeit, die nutzen wir mal, um wirklich den alten Kram nochmal wirklich aufzuarbeiten und vielleicht dazu transformieren. Und bei mir ging es ganz, ganz tief hinein. Ich will es nicht zu sehr beleuchten. Ich weiß aber durch Gespräche mit vielen, vielen Freunden und Bekannten, dass es vielen Menschen so ging und geht. Das heißt, es ist eine Erfahrung, die wir alle im Moment machen. Und jeder wird auf andere Art und Weise getriggert. Jeder wird auf eine oder andere Art und Weise herausgefordert. Ja? Vielleicht wird der Mensch gefragt, welcher Mensch möchtest du sein in dieser Welt? Und wie siehst du deine Zukunft? Wie siehst du eine zukünftige, bessere Welt? Und wenn wir diese Masken und diese Abstände einfach mal als Symbol sehen dafür, dass wir eben jetzt mehr Abstände zueinander haben mussten, könnten wir es auch so sehen, dass man sagt, auch vorher schon haben viele Menschen gar nicht mehr von Herz zu Herz kommuniziert. Auch vorher schon haben wir uns oft zu sehr abgewandt voneinander und jeder hat so mal seine Meinung vertreten. Und das ist natürlich eine Welt und das ist ein Miteinander, das ist nicht heilsam, das ist nicht förderlich, das ist nicht gut. Und vielleicht ist oder war dieser Prozess, in dem wir uns jetzt eben gerade sicherlich immer noch befinden, auch wenn das Video läuft, so ein Lernprozess, ja, wo wir nochmal explizit intensiver erfahren durften, ja, mussten, was es heißt, sozusagen abgesperrt, getrennt von seinen Mitmenschen zu sein. Und mir ging es wirklich auch so. Ich hatte dann zu tun mit alten Traumata aus der Kindheit, wo ich mich auch eben schon sehr getrennt und nicht verstanden und alleine gefühlt habe. Das werfe ich meinen Eltern, lieben Eltern, nicht vor. Das war halt damals so. Und das durfte ich mir nochmal neu anschauen und ich durfte verstehen und lernen, dass es jetzt an mir ist, Herzensverbindungen, qualitative Herzensverbindungen zu pflegen und zwar erst recht in dieser Zeit. Denn man konnte sich und durfte sich ja weiterhin besuchen, das war ja nicht verboten. Nur Gruppen und all diese Dinge waren jetzt nicht so gern gesehen. Aber ich habe dann wirklich angefangen, viel intensivere Herzensverbindungen zu Freunden, zu lieben Bekannten, ja zu Verwandten zu pflegen. Und ich merkte, dass das für mich sehr, sehr wichtig und hilfreich und heilsam war. Und noch immer sind es schwierige Zeiten. Ihr habt es sicher schon gehört. Es gibt so drei Grundängste, die im Moment in der Corona-Zeit angetriggert werden und wurden. Die Angst, krank zu werden, die Angst vor einer Diktatur, die Angst, den Job zu verlieren. Und der Friedensforscher Daniele Ganser hat mal so schön gesagt, jeder, der sich jetzt in einem dieser Angstfelder befindet, ist gar nicht mehr offen für die Argumente des anderen. Nimmt es gar nicht mehr wahr, kann es gar nicht mehr verstehen. Und da stehen wir jetzt. Wir sind vielleicht im Moment noch mehr separiert voneinander, was man auch sieht auf den ganzen Posts, in den ganzen Artikeln, in den Zeitschriften, Zeitungen, im Internet. Die Leute schimpfen mehr denn je und das ist traurig. Ich meine, das hat mich echt traurig gestimmt. Aber das zeigt eben auch, was wir vielleicht überwinden müssen.
um zu einem neuen Miteinander zu kommen. Und daran glaube ich zutiefst, dass es irgendwann zu einem neuen Miteinander kommt. Wenngleich das vielleicht noch ein paar Jahre dauert. Ich glaube nicht, dass diese Enge jetzt bald schon vorbei ist. Ich glaube aber, irgendwann kommen wir in ein neues Miteinander und das lernen wir alle gerade erst. Ich habe so das Gefühl, um es mal ganz groß zu sagen, als Menschheitsfamilie ist die nächste Lernaufgabe vielleicht wirklich zu einem neuen Miteinander zu kommen. Ohne Hierarchie, ja, in der Anerkennung der Qualität, der Schönheit, der Individualität des Einzelnen, aber trotzdem in einem Miteinander. Wie, und das Bild habe ich auch schon mal verwendet, in einem Organismus jedes Organ für sich eine eigene Qualität hat und trotzdem mit allen anderen durch den Blutkreislauf und ansonsten auch verbunden ist. Diese beiden Dinge sind wichtig, die eigene Herzenskraft, die eigene Qualität und zugleich die Verbundenheit zu pflegen. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, bis wir dahin kommen. Das ist meine allertiefste Vision und diese Vision teile ich mit vielen spirituellen Freunden. Die sind da sehr ähnlich in dieser Ausrichtung, in diesem neuen Miteinander, wie wir das erreichen. Das wissen wir eben alle gar nicht, weil wir das gemeinsam erst gestalten und erleben. Und ob die Menschheit sich spaltet, das weiß ich nicht, da will ich auch nicht näher drauf eingehen. Gibt es unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Befürchtungen, aber ich bin doch eigentlich ein eher Mensch, der Versöhnung befürwortet, miteinander befürwortet. Und ich wünsche und hoffe, dass Dialoge wieder zunehmen werden. Dialoge zwischen unterschiedlichen Denkweisen, Überzeugungen, Disziplinen, Wissenschaften, ja, Weisheitstraditionen. Und es ist eine spannende Zeit, ja. Und ja, um das nochmal etwas auszuführen, ein schönes Symbol für mich ist, und witzigerweise ist dieser Experte gerade reingekommen, mit dem ich gleich ein Interview führen werde über Rosenkreuzer. Ich durfte eine Veranstaltung begleiten, wo alte Weisheitstraditionen sich an einen Tisch gesetzt haben und zunächst einmal gerungen haben und überlegt haben, wie finden wir zueinander? Was eint uns? Wie können wir uns auch mehr öffnen gegenüber anderen Menschen und Weisheitstraditionen? Das ist das, was unsere Zeit braucht. Denn gerade in der spirituellen Szene, das habt ihr vielleicht auch schon wahrgenommen, ist es oft so, auf der einen Seite, jeder Mensch mit Spiritualität im Herzen, der sich für diese Themen interessiert, wünscht sich ein Miteinander und träumt davon, wow, hier Verbundenheit. Aber viele spirituelle Lehrer, Gruppierungen, Menschen, die einen bestimmten Weg gehen, sind natürlich der Überzeugung, dieser mein Weg ist der allerbeste. Das ist der einzig wahre, glückselig machende und ihr könnt gerne mitmachen, aber hier, mein Weg ist toll. So kommen wir nicht weiter. Aber wie kommen wir weiter? Und das ist etwas, was wir nur gemeinsam erleben können. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Das ist das, was ich euch mitteilen wollte, was jetzt aus meinem Herzen kam. Diesmal etwas kürzer. Und lasst uns doch alle versuchen, wieder aufeinander zuzugehen, einander zu helfen. Lasst uns einander wirklich unterstützen, wenn ihr merkt, eine Nachbarin, ein Nachbar, dem geht's nicht gut. Oder jemand ist voll in seinen Ängsten. Oder jemand trägt zu Hause alleine eine Maske, obwohl niemand da ist, weil er so Angst hat, sich anzustecken. Helft diesen Menschen und hört ihnen einfach zu. Lehnt sie nicht ab, nur wenn ihr anderer Meinung seid. Also ein neues Miteinander können wir nur so kreieren, indem wir Mitgefühl für die Lebenswirklichkeit des anderen entwickeln. Es mag extreme Sichtweisen geben, da kann man sagen, boah, da kann ich jetzt nicht so mit. Und trotzdem fühlst du noch diesen Menschen von Herzen. Du fühlst die Essenz und merkst, wow, auch da steht dir wieder ein Wesen entgegen, was ja, wenn man an Wiedergeburt glaubt, schon viele tausend Jahre vielleicht auf diesem Planeten ist und sehr viele Erfahrungen hinter sich hat. Ja. Also lasst uns Mut haben, miteinander die Erfahrung Menschheit zu machen und lasst uns Visionen entwickeln. Was würde das bedeuten, eine Menschheitsfamilie? Das ist doch eine spannende Vision. Denn, sagen wir mal so, jene, die versuchen, uns da nicht so sehr zu fördern in unserer Entwicklung, die haben eine Vision, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, damit die Strukturen bestehen bleiben können. Jene, die sich wünschen, ein neues Menschsein, ein neues Miteinander, jene spirituell orientierten Menschen, die haben oft keine gemeinsame Vision. Veit Lindau hat in einem Interview mit mir gesagt, ja, es braucht neue Mythen, neue Geschichten, die wir uns erzählen über dieses neue Miteinander. Lasst uns darüber nachdenken, lasst uns Visionen entwickeln, lasst uns miteinander positiv optimistisch bleiben. Egal, wie es um uns herum vielleicht zu stürmen scheint, das tut es ja tatsächlich in der Umwelt, Wirtschaftssystem, Gesundheitssystem, okay.
Der Friede im Herzen, den kann uns keiner nehmen. Keiner. Lasst uns also aus dem Frieden im Herzen einander begegnen und miteinander schauen, wohin die Reise geht. Alles Liebe, bis bald.